Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Unser Rainer hat gestern zweimal gestreamt. Wir machen heute das Video 21 Fakten. Das finde ich super gut. Da freue ich mich richtig drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Ist ein älteres Video, ich glaube von 2014 oder 2013. Nee, 2014 ist es, glaube ich. Da freue ich mich heute richtig drauf. Ihr habt gesagt, ey, wir wollen mehr Classics. Die Streams interessieren mich wirklich sehr. Aber gestern gab es zwei Streams, über die wollen wir heute wenigstens mal reden. Ja, ich habe ein, zwei Ausschnitte rausgesucht. Ich mache mal hier Ding. Und es geht natürlich um diese beiden Herren hier. Links der Jason, rechts der Narco. Was ist passiert, meine lieben Freunde? Jason hat gestern versucht, die Rassismuskarte zu spielen. Hat nicht so gut funktioniert. Er hat gemerkt, ey, die machen hier mit meinem Gesicht, machen die komische Memes und so weiter. Ja, Bruder, tut mir leid, aber wenn du dein Lümmel ins Wespennest hältst, ja, ins Drachengame, dann wundert dich nicht, wenn du gestochen wirst. Ist halt so. Code Midas regelt immer. Ja, ist halt so. Und da war mir irgendwie klar, die wollen da raus aus der Nummer. Und die haben jetzt noch einen Grund gesucht. Rainer war vorher live. Also da war wieder, lasst mich euch da mal was zeigen. Oder zeige ich euch gleich. Ja, die Telegram-Gruppe, in der hier der Typ mit der Maske war, der Laubsäge-Typ. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, Laubsäge, irgendwas. Den fand ich eigentlich immer sehr gut. Ich finde, gestern hat er wirklich nicht performt gegen Jason. Jason hat fünfmal dieselbe Frage gestellt und er hat fünfmal versucht zu antworten. So, ich hätte jedes Mal gesagt, Bruder, habe ich dir geantwortet, was willst du noch? Krieg mal dein Brain auf die Kette, Alter. Ja? Also war keine gute Leistung. Ich hoffe, nächstes Mal wird besser, falls es ein nächstes Mal gibt. Ich glaube ja, dass Rainer da in ein, zwei Tagen wieder auftauchen wird. Seine Entschuldigung wird sein, mein Handy war kaputt oder der Akku ist mir leer gegangen oder sonst irgendwas. Bin ich der Meinung. Dann war es, dass er dem Masken, dem Laubsäge-Typ gesagt hat, ja, hier deine WhatsApp-Gruppe, das sind alles Rassisten und so weiter. Nein, sind's nicht. Ja, Quatsch. Und dann sagt der Typ auch, warum meine Gruppe? Warum eure Gruppe? Ja, du bist doch in der Gruppe. Ja, und? Ja, dann bist du auch einer von denen. Kleiner Fun Fact, die Screenshots, die wir aus dieser Gruppe gesehen haben, kamen von Narco. Dann ist der auch in dieser Gruppe. Den hat er aber nicht angeflaumt. Tja, ein Schelm, wer Böses denkt, hä? Just saying. Es gab dann gestern in den Streams, Rainer ist gegangen, hat einen Rage Quit absolviert. Danach sind die Jungs dann sauer auf ihn gewesen. Ja, es finde ich auch, also was für eine Moralvorstellung. Nach dem, was Rainer die letzten 10 Jahre gemacht hat, lassen sie ihn dann fallen, weil er bei denen aus dem Stream geht. Ja, also da ist auch Narzissmus par excellence, da ist ja einfach irgendwie komische Moralwerte. Wenn man was über egal welches Volk sagt, dann ist das in Ordnung. Wenn man was über die Wien-Sachen sagt, ist das in Ordnung. Wenn man was über das Ahrtal sagt, ist das in Ordnung. Aber wenn man bei denen aus dem Stream geht, ja, dann ist man, also dann hat man verschissen. Ne? Dann ist durch. Klare Sache. Naja, also mir geht dieser Jason ganz gehörig auf die Nüsse. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwelche noch irgendwie große Zuschauer hat jetzt, wenn Rainer da weg ist. Weil wenn Inge den nicht mehr streamt, dann kriegt er auch keine Aufmerksamkeit mehr. Wir schauen diese Sachen, die ich jetzt hier zeigen möchte, schauen wir natürlich bei Inge. Ja, Link ist in der Videobeschreibung. Die Eulen. Der wichtigste Kanal im Game. Ich kann es nicht oft genug sagen. Leute, lasst da ein Abo. Ich habe den Link mittlerweile aktualisiert, Atzefatze. Nur für den Fall, dass du gleich nachschauen willst. Der Link geht jetzt auch direkt zu Inge. Wir schauen mal kurz in den Stream von Rainer. Der war halt so eine Stunde. Also das hier, das Gespräch war ziemlich genau eine Stunde, bevor er dann bei Jason war. Okay? Wir hören mal rein, was er hier sagt. Zu einem, der nennt sich Timboflex. Ich kann mich doch heute nicht erinnern, was vor 5 Jahren war, Leute. Außerdem haben wir doch gesagt, das ist die Vergangenheit und wir wollen jetzt im Jetzt leben und nicht in der Vergangenheit.
Also, wir wollen im Jetzt leben und nicht in der Vergangenheit. Das haben wir doch gesagt. Ne? Temo hat damals gesagt, als du damals auf YouTube, hat er die Kamera da oben angebracht, wisst ihr noch? Und der Typ hat gesagt, hier geiler Winkel. Und er wurde gebannt. Das sagt Timbo ihm gerade. Sagt, Rainer, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wir leben nicht mehr in der Vergangenheit. Wir wollen doch im Hier und Jetzt leben, haben wir gesagt. Es ging auch noch weiter. Timbo, wie wär's, wenn du im Hier und Jetzt ankommst und nicht in der Vergangenheit lebst? Ich habe keine. So, das ist das Ding von Rainer. Ich hoffe, es war mehr oder weniger laut genug. Ich weiß, Rainer redet, wenn er alleine streamt, immer sehr leise. Ich hoffe, dass ich jetzt da nicht zu laut. Das Video gleich muss ich ein bisschen leiser stellen wahrscheinlich. Wir schauen jetzt mal raus, rein. Raus. Ja, genau. Wir schauen mal kurz raus. Ich guck mal raus, wer da ist. Jut. Wir schauen jetzt mal rein, warum er bei Jason aus dem Stream gegangen ist. Auf jetzt, das ist, guck mal, ob das so. Ja, okay, die Vergangenheit ist also unwichtig und ich bin der Nein, das einzige Ding ist Welt. einfach jetzt aber Ja. scheiße. Das ist, guck mal, das Ding Nee, ist, sorry, das. Alter, Mann, ihr seht das Gesamtbild nicht und ich habe echt die Schnauze voll Nein, jetzt. wie? Und dann ist er gegangen. Also, die Vergangenheit ist also unwichtig, ja? Rainer, eine Stunde vorher hast du noch gesagt, wir wollen im Hier und Jetzt leben. Nicht in der Vergangenheit. Timbo, wie wär's, wenn du im Hier und Jetzt ankommst? Wir wollen nicht mehr in der Vergangenheit leben, haben wir gesagt. Haben wir gesagt gehabt. Diese Doppelmoral, Leute, das ist ziemlich genau. In dem einen Video, in dem ersten, ist es bei Minute 26, ziemlich genau eine Stunde später, dann bei Minute 22 bei Jason. Also, ziemlich genau eine Stunde später. Sagt er, ja, die Vergangenheit ist egal. Na klar. Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du dir nicht ausdenken? Den einen sagt er hier, Ruhe jetzt, sonst fliegt der Bannhammer. Und wenn es ihm dann aber wieder schmeckt, dann ist die Vergangenheit wichtig. Ne? Also, die Doppelmoral wird bei Rainer immer groß geschrieben. Immer. Absolut immer. Und Leute, jetzt möchte ich euch was ganz Interessantes zeigen. Und zwar wurde ja von sowohl Ofi, Mimon, Henk und auch mir gesagt, ich glaube, Cyril hat es auch gesagt, die Kamera von Rainer ist nicht kaputt. Rainer hält einfach nur, er muss ja nah genug ran, um an diesem Bildschirm, also dieses Bild, was er da von TikTok einspielen lässt, damit er dann trotzdem gesehen wird. Wenn er das Handy, ihr kennt das noch mit der Hecke, ne? Wenn er nah genug rankommt, kommt er aus der Hecke raus. Wenn er weit genug weggeht, geht er aus der Hecke, geht er zurück. Dann kann man ihn nicht mehr sehen. Jetzt hat Reini im Moment nicht aufgepasst. Schaut mal, was dann passiert. Seine Frontkamera funktioniert. Habt ihr es gesehen? Ich mach's nochmal, warte mal. Moment. Passt mal genau auf. Rainer hat einen Moment nicht aufgepasst und ist zu nah ans Handy gekommen. Da war's. Seine Kamera funktioniert. Bei Minute 9, Sekunde 12 wird ihm gesagt, ey, man hat gesehen, dass deine Cam funktioniert. Da auch hier sagst, deine Cam geht. Auf diese Fragen, auf diese Aussagen geht Rainer gar nicht ein. Die überliest er. Wahnsinn. Wirklich, was für ein verlogener. Ne? Wie er erzählt, ja, ich wurde angegriffen, meine Cam ist kaputt. Na klar. Na klar. Hier haben wir gesehen, Rainer passt kurz nicht auf. Da wollte er sich gerade hinlegen. Und deswegen hat er dann das, er musste wahrscheinlich Schwung holen. Rechts, links und rüber. Ja, da hat er kurz nicht aufgepasst. Und man hat gesehen, dass die Cam funktioniert. Lieber Reini, das war wohl nix. Das war wohl nix. Ja, also das Ding scheint jetzt erstmal vorbei zwischen den beiden oder zwischen den dreien, zwischen Jason, Narco und Rainer oder hier der andere auch noch dabei, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, Karal oder so. Das Ding scheint erstmal gelaufen.
Ich calle jetzt, die werden jetzt ein, zwei Tage streamen. Heute werden sie noch, wenn sie heute streamen, werden sie noch Zuschauer bekommen, weil die Leute denken, ja, das geht nochmal um Rainer. Wenn die dann merken, dass es wie gestern so ist, dass die über das Bild dann von Pen and Paper Drachenlord reden, ja, woran natürlich Pen and Paper Drachenlord die Rechte hat. Er hat's gemalt und er kann malen, was er will. Ja, als es um das Thema ging, wurde es dann auch langweilig. Klonter hat es noch ein bisschen aufrechterhalten, der hat da noch ein bisschen die Klasse drin gehalten. Aber als Klonter dann auch weg war, war es halt, da war es halt nichts mehr wert. Ja, war der geil. Und wenn da kein Klonter im Stream ist und es nicht um Reini geht, bin ich ganz ehrlich, warum soll ich mir den Mist angucken? Ja, so Blödsinn. Was soll ich damit? Nee, danke. Das wird heute noch einmal so gehen, weil die werden nochmal fragen, kommt Rainer wieder? Die werden sagen, nein, das Thema wird sich ändern, die Leute werden gehen. Vielleicht werden sie übermorgen nochmal streamen, sehen dann, die Leute werden immer weniger. Und ich sage euch, in 3-4 Tagen spätestens ist Rainer wieder da. Wenn nicht schon früher. Dann wird die Ausrede kommen, habe ich schon mal gesagt, das Handy war kaputt, der Akku war leer, ich war sauer, da ist es mir runtergefallen, irgendwie sowas. Ich habe zwar gesagt, ich habe die Schnauze voll, dann wollte ich mich aber nur hinlegen und habe mich draufgelegt, bin auf den Ausknopf gekommen. Irgendwie sowas. Wir werden irgendeine Ausrede hören. Call ich jetzt hier. So, dann haben wir in dem anderen Stream von ihm, das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen, das habe ich vorhin durch Zufall erst gesehen. So, schaut mal hier rein, ich habe das nochmal rausgesucht. So, ihr wisst, Rainer redet oft, ja, wir... Und dann pausiert er. Ich werde jetzt hier mal ein paar Sekunden nichts sagen, damit ihr ein bisschen lauter machen könnt. Wenn ich dann das Video wieder aus habe und den Drehdecker wieder drin habe, warte ich noch ein paar Sekunden, damit ihr wieder leiser machen könnt. Ja? Damit ich euch nicht ins Ohr brülle. Aber hört mal jetzt genau hin, wenn er sagt, ja, dann machen wir... Hört mal auf den Hintergrund dann. Wir sind jetzt los und dann machen wir... Habt ihr das gehört? Er hat nebenbei gezockt. Am Laptop. Deswegen kriegt er sein Gestammel nicht auf die Kette. Deswegen liest er so wenig im Chat. Deswegen macht er auch die Kamera nicht an. Deswegen macht er auch die Kamera nicht an. Weil er dann nebenbei zocken kann. Tja, Reini. Erwischt. Erwischt. Naja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was aufgedeckt. Ja, haben ein bisschen drüber gesprochen. Ihr kennt auch meine Theorie dazu. Wie gesagt, ich glaube, er wird in ein paar Tagen spätestens wieder da sein. Lass es maximal eine Woche dauern. Aber in dieser Woche hat man nicht an seinem Lebenswandel gearbeitet. Das heißt, der 17.04. ist erstmal wieder verschoben. Ja? Meine Meinung dazu. Meine Theorie dazu. Das glaube ich. Gut, Leute, jetzt kommen wir endlich zum schönen Teil. Eine Reaction auf ein altes Video. Es ist genau vom 8.02.2014. Rainer stellt sich vor und Rainer bringt 21 Fakten über ihn, sagt er. Das ist schon urlange her, dass ich das Video gesehen habe. Urlange. Und ich freue mich wieder richtig drauf. Ich würde sagen, wir gehen rein in den Herbert, oder? Let's go, Abfahrt. Metal-Leute, Servus und Willkommen. Beim, sag es. Heute mal was ich eigentlich geklaut habe. Wie viel geklaut er damals noch hat? Nein, ich rede nicht vom Licht. Rainer, wenn du ehrlich wärst, könntest du ruhig sagen, dass du das Licht geklaut hast, denn du hast keinen Strom bezahlt. Ja, hier wäre schon der erste Fakt. Hallo, liebe Leute, ich klaue mein Licht. Ja. Er hat über 5 Jahre keinen Strom bezahlt. Man könnte das, wenn man möchte, so nennen. Dass er das Licht klaut. Ja. Wollt ihr mal eine kurze Sache, die ich geklaut habe? Und zwar. Dieses Fake-Lachen, Junge. Und dann dieses hier. Ich hab gelacht. Bin jetzt sympathisch. Ja. Nein,
habe ich geklaut Fakten, also von Apple Word. Die haben ja immer so 22 Faktenvideos über ihre Mitglieder oder so. Und ich habe mir gedacht, ich mache das heute auch mal, nur dass ich das nicht über ihre Mitglieder mache, sondern über mich. Also die machen 22 Fakten und du klaust dann und vergisst eins oder wann? Du machst jetzt 21 Fakten. Oder sind dir nur 21 eingefallen? Wie man es normalerweise auch anfängt, ist natürlich ganz normal. Wie man das normalerweise anfängt, ist ganz normal. Na gut, wenn du das sagst. Mit dem Namen, ne? Wenn man sich vorstellt, so. Ich bin der Rainer, mit Vornamen. Rainer mit AI, ganz wichtig. Da war's, Leute, da war's. Rainer mit AI, ganz wichtig. Junge, ist der Spruch Kult geworden. Ich bin der Ani. Auch mit AI. A vorne, I hinten. Ganz wichtig. Und mein Nachname ist Winkler. Meiner nicht. Ist ihm so. Das nächste, Fakt 2. Junge, habt ihr das gesehen? Warte mal, ich spule mal kurz. Es klickt ein wenig, ich weiß. Jetzt guckt euch mal bitte diesen Fingernagel an. Bruder! Und wir wissen, er arbeitet nicht im Garten. Guckt euch das hier mal an. Ist das schwarz? Junge, 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 Junge. Dass der sich nicht schämt, allein da hinten. Hier steht eine offene, hier so eine, wie heißen diese Dinger nochmal? Ihr wisst, diese Sprudelgeräte hier. Junge, meinst du, ich komme auf den Namen? Dann steht hier ein alter Topf. Ich weiß nicht, was hier drunter steht. Hier steht ein Stativ. Hier hinten liegt alles voll Müll. Die Fingernägel sind dreckig. Die Tapete, wenn du die Tapete anguckst, siehst du alles. Hier siehst du noch winklerische Kabelführung. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, das hier zu veröffentlichen. Auch wie lang der Zeigefinger ist, der Nagel. Der geht nochmal einfach... Seht ihr das? Dreckige Fingernägel, lange Fingernägel, Junge, Junge, Junge. Mein Alter. Ich bin mittlerweile 24. Ich wurde geboren 1989 in einem Krankenhaus in Neustadt an der Aisch. Das ist hier um die Ecke. Naja, so circa 12 Kilometer. Pi mal Daumen. Auch das T-Shirt, überall Flecken. Junge. So. Fakt Nummer 3, meine Größe. Hier wird jetzt ein bisschen Lülülü gemacht. Ich bin ein sehr kräftiger Mensch, dazu kommen wir auch noch. Nee, Rainer, eigentlich nicht so. Nee. Ich habe gesehen, wie du diesen einen Schrank da von einem Zimmer ins andere geschoben hast. Bruder, den hätte ich mit einem Arm bewegt. Aber ich bin auch ein sehr großer Mensch und mich blendet gerade totales Licht. Ich bin auch ein... Du hast jetzt eine Minute vorher hast es dir selber ins Gesicht gehalten, das geklaute Licht. Sehr großer Mensch und zwar bin ich 1,96. Nein, bist du nicht. Du bist nicht mal 1,84. Nicht mal. Ja. Nein. Ziemlich groß. So, das Nummer 4, Fakt Nummer 4. Mein Gewicht. Das ist ziemlich groß, Reini. Ich weiß, dass ich dick bin. Braucht ihr mir immer in die Kommentare schreiben, was ich auch... Sei doch froh, du vergisst es doch ständig. ...auch schon gekriegt habe. Sehr liebe Menschen, die das machen. So sind wir in der Bubble. Einfach liebe Menschen. Nein, aber mein Gewicht, ich wiege ungefähr, ich weiß es nur ungefähr, ich weiß es nicht genau, ich wiege circa... Ich schätze ihn jetzt hier auf 130 Kilo. 140, 150, sowas in dem Dreh. Okay, habe ich mich sogar noch vertan. 140, 150. 150 Kilo. Bei 1, sagen wir 1,84. 150 Kilo. Man kann immer hier über den Daumen gerechnet sagen. 1,84 solltest du 84 Kilo Idealgewicht. Das ist jetzt natürlich nur, klar gilt das nicht für einen Kevin Wolter oder so, ja. Ich sag so für den Otto-Normal-Dulli-Standard. Ja? Da ist 1,90, 90 Kilo. 1,80, 80 Kilo. 1,84, 150 Kilo. Bruder.
Also zwischen 140 und 150 Kilo habe ich ungefähr. Ich weiß es nicht genau. Mit 1,96 wäre. Ob du bist keine 1,96. Optimalgewicht für mich so circa 100, 110, 100. Nein, es wären 96 Kilo. Du hast kein breites Kreuz, du bist kein Sportler, du trainierst nicht, du hast keinerlei Muskeln. Nein, Rainer, nein. Das wäre vielleicht ein bisschen wenig, so 105 bis 110 wäre ungefähr mein Idealgewicht. Also ich wiege circa 30, 40 Kilo zu viel. Nein, Rainer, du wiegst jetzt schon über 50 Kilo zu viel. Über 60 Kilo. Über 60 Kilo jetzt schon zu viel. Und du wirst noch mal knapp 100 drauflegen. Merkst du was? So was in dem Dreh. So, ich schaue ab und zu mal auf meine Liste. Ich möchte nämlich nicht zu viel schneiden müssen. Winklers Liste, Grüße gehen raus. Der schneidet nämlich, Reini. Der schneidet. Und wie der schneidet. Der schneidet perfekt. Ja, Link zu Winklers Liste ist natürlich bei mir in der Videobeschreibung. Also nicht wundern. Körperliche Fitness ist die Nummer 5. Rainer, da du hier über Fakten reden willst, brauchst du körperliche Fitness bei dir nicht ansprechen eigentlich. Das Ding ist unnötig. Nummer 5 ist ein sehr interessanter Fakt, denn... Nein, Nummer 5 ist ein sehr guter Film, aber kein sehr interessanter Fakt bei dir. Obwohl ich sehr kräftig, also sehr dick bin, sehr fett, wenn man so will. Was heißt, wenn man so will? Selbst wenn du es nicht willst, bist du. Obwohl ich ein sehr fetter Mensch bin, ein sehr dicker Mensch bin, bin ich gleichzeitig auch ein sehr fitter Mensch. Also Leute, wie viele Memes hier einfach in diesem Video schon drin sind. Wie viele Kultsprüche. Einfach schön. Das ist einfach schön. Ich bin körperlich äußerst fit. Nein, Rainer. Du wirst noch Laufvideos machen, das dauert nicht mehr sehr lange. Und nach 3-4 Metern schnaufst du wie eine kaputte Dampflok. Durch mein Gewicht natürlich in manche Sachen sehr eingeschränkt, aber... Auf die Schanze. Auch wegen halt meinen Knochenbau und alles. Aber ansonsten, was mich nicht irgendwie durch meinen Knochenbau behindert, bin ich eigentlich nicht wirklich eingeschränkt, also... Rainer, hast du mir nicht erzählt, du hast Kreuz, Senk, Plattfüße, Spreizfüße, ich weiß nicht mehr alles, was er hatte. Ja, hat er das nicht alles mal erzählt? Er ist aber nicht eingeschränkt. Nein. Zur Bundeswehr ging nicht. Also, wenn es ums Rennen geht, bin ich halt langsamer. Rainer, wenn es ums Rennen geht, bist du raus. Bist du draußen wie der Mond, würde Uti sagen. Bin aber immer noch ausdauernd, also... Wenn man von mir wegrennt, braucht man nicht nach 2 Metern stehen bleiben und mahne, ich hock da und schnaufe wie ein Bläder. Keiner sollte vor dir wegrennen. Und wenn sie es tun, Rainer, dann reichen 2 Meter locker aus. Sondern man sollte schon flitzen von mir, also. Ne? Vor dir flitzen? Was glaubst du, wer du bist? So, Fakt Nummer 6 ist YouTube. Wie bin ich zu YouTube gekommen? Auch der Fakt ist mittlerweile, ja, Rainer, der ist veraltet. YouTube wird auch noch ein zweiter Fakt kommen. So, zuallererst einmal, vor 2 Jahren ist mein Vater verstorben. Das tut mir leid, da mache ich keine Witze drüber. Ich bin noch nie auf diesem Rudi-Grind wirklich abgegangen. Pff, ist halt was Schlimmes. Laut ihm hätte ich nie Internet bekommen, solange er am Leben war. Rainer, und der Mann hatte recht. Ja, jetzt guck mal hier. Oh, hat er gesagt, aber ich habe am Ende gewonnen. Ich bin unbesiegt. Er hat recht behalten. Wir hatten das Internet eine Woche bevor er gestorben ist. Dann hat er nicht recht behalten. Dann hast du es eine Woche vorher bekommen. Kurz darauf ist er gestorben. Natürlich hat es nichts mit YouTube zu tun gehabt, sondern damit, dass er Prostatakrebs hatte. Wie gesagt, tut mir leid für Rudi, ehrlich. Ist halt was ganz Schlimmes. Tut mir sogar leid für Rainer. Der einzige Punkt, wo ich bei Rainer Mitleid empfinde, ist der Punkt, dass er seinen Vater verloren hat. Muss man gesehen haben. Kurz zu YouTube noch dazu. Ich habe 4 YouTube-Kanäle. Ich find's krass, dass er aber mehr über YouTube redet als über seinen Vater. Naja.
Drachenlords war mein erster. Warum Drachenlords? Was soll das S dahinter? Drachen Games ist der zweite. Der Joker, den ich löschen werde. Warum nicht Jokers? Ist die dritte, der dritte. Und der vierte, der dann zur Nummer 3 aufsteigen wird, ist, also quasi hier so aufsteigen wird, ne? Junge, die Fingernägel, Bruder. Das sind so Sachen, auf die man als erstes achtet bei Menschen, oder? Die Zähne und die Fingernägel. Der Bart noch, wenn jemand einen Bart trägt. Ja? Bart ist Schmuck. Bart ist Gesichtsschmuck. Den muss man pflegen. Das da, wenn du das hier siehst, das steht, das ist einfach, nee, das ist kein Bart für mich. Man guckt auf den Bart, die Zähne und die Fingernägel. Das mache ich zumindest. Und hier in allen dreien Error. Das ist dann der Drachenbade, auf dem momentan zu wenig kommt, weil ich einfach nicht dazu komme, was aufzunehmen. Ja, er war damals schon arbeitslos, just saying. Ja, das sind so meine Sachen auf YouTube. Waren. Nummer 7 ist meine Augenfarbe. Meine Augenfarbe ist im Normalfall blaugrau. Oh, jetzt erzählt er seine Switcher-Augen. Ach nee, komm schon. Aber meine Augen sind ziemlich tricky. Und zwar werden die von Zeit zu Zeit grün. Also das liegt daran, dass man durch das Sonnenlicht in den hohlen Schädel dahinter gucken kann. Je nachdem, wie das Licht einfällt, ändert sich dann die Farbe. Spaß. Die gehen sehr in das Grünliche manchmal rein. Nicht in dieses schöne, nicht in dieses schöne Amazonas-Flussgrün, sondern wirklich in dieses leicht grün-graue. Ja? Und zusätzlich werden die blau. Also ich habe als Kind habe ich total blaue Augen gehabt. Und als Erwachsener habe ich die immer wieder mal. Also die switchen ab und zu mal rum. Gott, redet der einen Blödsinn. Das ist bei mir ziemlich tricky. Muss man auch mal gesehen haben. So, die Nummer 8 ist natürlich ein Punkt, der für mich absolutes Epos ist. Musik. Ja, Matthias Reim hast du bei dir als CD in deinem Ranger gehabt. Ey, wenn ich ein paar Nussecken drin habe, höre ich auch Matthias Reim. Meine Musik ist, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Schlager. Ich muss mal meine Haare nach hinten hauen. Die Musik ist für mich etwas Episches. Die Musik beherrscht für mich, aus meiner Sicht beherrscht die Musik alles. Ja, ja, nicht Mathe, sondern Musik. Ja. Wenn du Rainer fragst, was wichtiger ist, ist es Musik. Musik würde es keine Welt geben. Doch, Rainer, würde es. Das ist meine Weltauffassung. Ja. Schön für dich. Mein Musikstil, den ich höre, ist Rock, Gothic, Metal, Industrial, Techno, Electro. Sag doch einfach alles. Du hörst auch Schlager, Rainer. Und wir kennen deine Streams. Ja? Wir haben sogar den Metal-Lord oder den Schlager-Lord haben wir sogar als Bingo-Feld. Weil du nur Schlager hörst. Oder Digimon. Ich höre eigentlich alles. Ich höre sogar von Zeit zu Zeit Hip-Hop. Dann hör dir mal das Lied von Narco an. Aber mein Hauptstil ist einfach nur Metal. Ja? Im Normalfall höre ich Musik in jeder Art und Weise von Form. Irgendwie höre ich da unser komisches Klopfen. Das ist Rudi, der will, dass du aufhörst. Spaß! Ich habe gerade noch gesagt, ich wollte nicht auf den Rudi-Grind gehen. Und dass ich da kein großer Fan davon bin. Aber manchmal legt er den Ball halt auf den Elfmeterpunkt. So, was soll ich machen? Mein Hauptmusikstil ist Metal. Aber ich höre auch Klassik, ich höre Hip-Hop, ich höre Techno, ich höre Industrial, ich höre im Großen und Ganzen alles. Damit sind die letzten 30 Sekunden Geschwafel sinnfrei. Nur, dass halt Metal mein Hauptmusikstil ist und für den... ich noch nicht mitbekommen. ...würde ich auch sterben, wenn es... aber nicht ins Gefängnis gehen. ...sein muss. Da wird Berufung eingelegt. Die Nummer 9 ist Essen. Das hätte ich bei dir an Nummer 1 gesetzt, Reini. So wie du aussiehst. Ich wollte diesen Punkt ursprünglich streichen, aber ich bin zu faul, ihn rauszustreichen, weil dann müsste ich alle anders umnummerieren, sonst komme ich durcheinander.
dass er auch das Handy direkt neben das Mikrofon oder die Boxen legt, direkt neben den Rechner. Du hörst die ganze Zeit diese Störtöne. Also die Nummer 9 geht ums Essen. Es gibt eigentlich nichts, was ich besonders gerne oder nicht besonders gerne esse. Deswegen sage ich die Sachen, die außergewöhnlicher sind, die ich esse. Also ich habe schon mal probiert. Da fällt mir auf, ich habe Hunger. Ich habe schon mal probiert, wie heißen sie? Mehlwürmer. Wenn ich jetzt über Essen reden würde. Ja, ich habe gestern nach dem Rezept gefragt. Ey, ihr habt ganz viel geantwortet. Vielen lieben Dankeschön. Ich werde gleich wahrscheinlich so eine Suppe kochen. Also Sellerie, habe ich ja gestern gefragt. Sellerie, Karotten, Zwiebeln und so weiter schwitze ich dann in Butter an und dann eine Gemüsebrühe drüber und so weiter. Wurde mir in den Rezepten, also ja, in den Kommentaren richtig viele Rezepte geschickt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, sind ziemlich cool, schmecken halt. Aber ganz im Ernst, wenn ich über Essen reden würde, würde ich nicht als erstes auf Mehlwürmer kommen. Ja? Übrigens, wo wir jetzt gerade hier sind, eine Sekunde. Meine lieben Freunde, das hier ist der Kanal vom lieben Furchenlurch. Der geht durch jede Furche durch. Und ich sehe hier Mehlwürmer. Das sind doch Mehlwürmer, oder? Bruder, ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich freue mich drauf. Der Kanal zu Furchi, also der Link zu Furchis Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ihr wisst, Furchi ist, was er macht. Ja? Und wenn er so einen Spoiler hier raushaut, dann muss auch geliefert werden. Ich vertraue da meinem Freund Furchi. Wenn leicht nach Eiweiß und nach irgendwas anderes, das ich nicht wirklich identifizieren kann. Ja, könnte ich dir jetzt sagen, Rainer, aber es gehört hier nicht hin. Aber die schmecken gar nicht so schlecht, also warum nicht? Dann ess doch mehr davon. Ansonsten esse ich ziemlich gerne scharf und... Scharf oder scharf? Also mäh oder... ziemlich gerne ausländisch, also ich esse gerne ausländisch, ja, okay, komm. Für mich ist Italienisch nicht ausländisch. Doch, Rainer, ist es. Du warst noch nie in Italien. Du erzählst mal, dass deine Oma aus Italien kommt, warst selber nie da zu der Zeit. Ja, er war danach mal später 10 Minuten in Rimini. Da ich ja teilweise selbst Italiener bin, von meiner Großmutter her. Aber und amerikanisch ist im Prinzip einfach nur Burgerfutter. Nein, Rainer, der Burger kommt eigentlich aus Deutschland. Und für jeden, der jetzt hier, ich frag mal einfach Google. Am Handy hier, warte mal. Kommt der Hamburger aus Deutschland oder Amerika? Laut Yahoo Style Deutschland. US-Schnellrestaurants sorgten zwar für eine rasche Verbreitung des deftigen Snacks, doch der Ausdruck, Hamburger, für eine Frikadelle im Brötchen hat seinen Ursprung in Deutschland. Genauer gesagt in der Hafenstadt Hamburg. Wer hätte es gedacht? Der Hamburger kommt aus Hamburg. Ja, es heißt nicht Hamburger, weil Ham dazwischen ist. Das ist nämlich eigentlich kein Ham. Ham, Ham, Ham. Dofnam, donham.com. Und das hat man früher einfach genannt, Rundstück warm. Ja, der Hamburger kommt aus Deutschland. Das Hotdog auch. Der Hotdog. Kommt auch aus Deutschland. Ja, für Rainer, naja. Ich bin ehrlich gesagt überfragt, was die Amerikaner an Esskultur haben. Natürlich ist das ein Einwanderungsland. Da haben die Deutschen, die Briten, egal wer dazugekommen ist, die Iren, die haben natürlich ihr Essen mitgebracht. Und ja, irgendwie weitergegessen. Das ist wie, und die Amerikaner haben gesagt, das ist unseres. Das ist wie Halloween, ja, das ja auch nicht aus Amerikanien kommt. Der Burger halt auch nicht. Haben natürlich noch mehr zu essen, aber das ist halt Burgerfutter. Wie gesagt, der Burger kommt aus Deutschland, du Ausländischesser. Also die einheimischen Sachen esse ich natürlich auch gern, wie Spätzle, Glöß und so weiter. Aber ich esse besonders gerne Currys. Ich habe Rainer noch nie ein Curry essen sehen. Fertigpizza, noch und nöcher. Käse-Macaroni, noch und nöcher. Ich habe mit Laugengebäck, mit Mozzarella und so weiter, noch und nöcher. Ich habe ihn noch nie ein Curry essen sehen. Also verschiedene Currysorten esse ich total gerne. Ich esse verschiedene asiatische Gerichte vor allem gerne.
So. Die asiatischen Gerichte. Pizza, Käse-Macaroni, Mozzarella. Nummer 10 bezieht sich auf meinen Traum, auf meine Träume, die ich habe. Mullen. Call ich hier. Da muss ich sagen, es gibt drei Sachen, die ich bis. Rainer, wenn nicht eins davon Nagelknipser ist oder eine Nagelfeile, will ich's nicht hören, glaube ich. Und ich will deine Finger nicht mehr sehen. Besonders gerne hätte. Fakt 1, das dürfte jeder, der Drachenlords verfolgt, wissen. Ich will versuchen, die Welt zu verbessern. Mein Traum ist also quasi der Weltfrieden. Ihr seht's nicht oft, aber ihr seht mich gerade sprachlos. Ihr seht mich nicht oft sprachlos. Aber jetzt gerade ist es soweit. Rainers drei Träume. Der erste ist natürlich der Weltfrieden. Puh. Aber nicht nur das, sondern eine Harmonie. Und zwar Harmonie auf Metal nicht unbedingt, aber Warum heißt denn dein Format Harmony of Metal? Harmonie der Musik, ja. Also, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach ist Musik alles, ja. Und ich sehe das immer wieder, wenn man traurig ist, wenn man aufgekratzt ist, wenn man wütend ist, wenn man verliebt ist, wenn man Romantik will, alles, alles bezieht sich auf die Musik. Irgendwie nicht. Ja, irgendwie nicht. Zumindest nicht bei mir. Ja, schon als Baby bekommt man von seiner Mutter Zeug. Also Ja, Rainer, das glaube ich dir, dass du von deiner Mutter Zeug gekriegt hast. Junge! Bruder! Ich brauch Zeug! Na, komm mal rein! Dom Rita hat vielleicht was für dich. Liederfuchsungen, Wale singen, Vögel singen, Wölfe singen. Es gibt so. Vögel zwitschern, Wölfe heulen. Hä? So viele Tierarten, die melodische Laute von sich geben, ja? Was ist Musik? Musik ist Melodie, ja? Und die Melodie kommt nicht nur aus den Instrumenten oder aus der menschlichen Stimme, sondern auch aus verschiedenen anderen Melodien. Und das ist die Musik. Und deswegen ist Gott, der hat schon wieder zu viel Zeug genommen. mein Ziel, die Welt mit Musik zu heilen. Bruder, das ist anders wild. Mein Ziel ist es, die Welt mit Musik zu heilen. So. So, das ist jetzt der erste Punkt. Der erste. Und nimm die Finger runter. Der zweite Punkt, auf den sich mein Traum bezieht, er ist ein bisschen eigennützig. Mehr oder weniger. Das ist ja ganz was Neues, Rainer, dass du eigennützige Träume hast. Ganz was Neues. Ich, ne, also der Drache, ich möchte eine Frau. Wenn's geht, zwei. Ich möchte Kinder. Wenn's geht, acht. Und ich möchte Geld. Rainer, du hast immer erzählt, du willst gar kein Geld. Wie oft? Junge, wenn ich die Fingernägel sehe, guckt euch das bitte mal an. Wie oft hat er erzählt, er will kein Geld? Bruder. Im Großen und Ganzen nichts Ungewöhnliches. Aber ich will eine Frau Hat dann zwei in seiner Fantasie? und ich will 7 bis 8 Kinder. Junge, kannst du dir nicht ausdenken. Er will eine Gebärmaschine. Er will Snusu machen. Das ist alles. Plus minus. Ne? Je nachdem, wie meine Freundin oder Frau es dann sieht. Heiraten muss man, kann man, braucht man nicht. Ist dann jeweils, wie sich die Situation bewegt. Ist dann, wie sich die Situation bewegt. Junge, es wird wild hier. Also man kann heiraten, man muss nicht heiraten, man muss heiraten. Wenn sie es will, wird geheiratet. Wenn sie es nicht will, wird nicht geheiratet und so weiter. Was die Frag mal Erdbärchen. Kinder angeht, ich hätte schon mindestens 5 Kinder gerne. Mindestens. Mindestens fünf Kinder. Oder ich weiß, wie es mit dem Kind ist. Und es ist oft stressig. Rainer ist arbeitslos und schafft schon nicht, ein Video zu machen, wenn der fünf Kinder um sich rum hätte. Junge,
die Wohlfahrt wird Hurra schreien. Wenn man jetzt ja sagt, 4 oder 3, ich will auf jeden Fall mehr als 2, also 3 oder 4 will ich auf jeden Fall. So, Geld. Her mit die Kohlen. Guckt er jetzt selber auf seine Fingernägel, merkt das jetzt? Schaut mal. Merkt er jetzt selber, wie die aussehen? Geld ist die... Vielleicht ja, aber es ist ihm egal. Sache, die man braucht, um Kinder großzuziehen. Das ist korrekt. Weiß jeder. Ich allerdings will nicht reich werden. Nein. Rainer möchte nicht reich werden. Er möchte nur Geld für Frau, Kinder, Haus, Grundstück, 2 Autos, ab und zu meinen Urlaub fahren, den Kindern der Frau was kaufen, ab und zu ihm was kaufen und noch was an die Seite legen. Viel Geld möchte er nicht. Dieser Mann hier, mit einem Sonderschulabgangszeugnis, möchte dieses Geld haben, ohne Arbeit. Das ist was ich immer dazu sage. Rainer, du sagst ja immer dazu, was du alles willst, Rainer. Das ist ganz, ganz, ganz viel Geld. Eigenes Haus, Grundstück, 2 Autos, 5 Kinder. Ja, das kann sich kein Mensch leisten, der nicht irgendwo einen sehr, sehr hohen Posten hat. Dazu noch ab und zu in Urlaub fahren, Geld für Geschenke und noch was an der Seite legen, Rainer. Das kann sich der Otto Normal-Dulli nicht leisten. Ich will nicht reich werden. Ich will Geld, dass meine Frau... Ich verdiene wirklich nicht schlecht, ohne jetzt irgendwie den dicken Max markieren zu wollen. Ich arbeite aber auch dafür. Ja? Ich glaube nicht, dass ich mir Haus, Grundstück, 2 Autos und 5 Kinder leisten kann, dazu noch ab und zu in Urlaub und noch was an der Seite legen und Geschenke. Und wir arbeiten zu zweit. Das fällt bei 5 Kindern wahrscheinlich erstmal flach. Das heißt, ich müsste das Geld alleine verdienen. Nein. Und Rainer sagt, ich will das, aber ich will nicht viel Geld. Der hat überhaupt keinen Realitätsbezug mehr. Meine Kinder was zu essen haben. Ich will Geld, damit ich meiner Frau und meinen Kindern ein Zuhause bieten kann. Ich will Geld, dass man sich ab und zu, nicht immer, ab und zu mal was leisten kann. Sprich, mir die Kinder mal ins Kino gehen oder einen Freizeitpark besuchen. Den Kindern zum Geburtstag was Schönes schenken. Zu Weihnachten, Ostern. Mehr will ich nicht. Ja, ja, Rainer, jetzt haben wir die Autos vergessen, den Urlaub vergessen und dass du noch was an der Seite legen willst, hast du auch vergessen. Die Kinder sollen zu essen haben, die sollen Anziehsachen haben, die sollen sich in der Schule gut machen, denn ich hatte in der Schule ja keine Möglichkeiten, mich... Doch hattest du, Rainer, du warst aber einfach ein nicht so fleißiger Mensch. ...groß zu bilden. Zum einen, weil ich zu blöd war. Punkt. Also, nicht irgendwie geistig zu blöd, sondern... Doch, manche Leute sagen, das wäre so. ...einfach zu blöd. Und zum anderen einfach, sie sollen ein glückliches Leben haben. Ja, denn die Kindheit ist zu schnell vorbei und ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind. Ja, und meine Frau vor allem. Vor allem die Frau. Erstmal die Frau, dann die Kinder. Daran merkst du schon, dass er keine Kinder hat. Als Elternteile, natürlich liebt man sich, aber man liebt die Kinder mehr. Ja, ich liebe meine Freundin wirklich sehr. Aber das Kind liebt man halt mehr, das ist so. Glück ist etwas, das man heutzutage wenig kaufen kann. Und das ist... Das ist richtig. Rainer, Geld macht nicht glücklich, aber es macht es einfacher, glücklich zu sein. Das doch. Und alles... an Geld, ja, was ich nicht benötige, um diese Ziele zu erreichen, ja, und meinen letzten Traum. Und das auch nur für einmal, ja. Hast du deinen Ford Ranger vergessen schon wieder? Alles, was ich nicht brauche an Geld, um das zu besitzen, was ich mittlerweile schon an Haus habe, was ich Kinder und Frau bräuchte, ja, alles darüber... Was für ein Satzbau, alles das Geld, was ich nicht habe oder was ich habe, weil ich Kinder und Frau bräuchte, was ist das für ein Satzbau? Hinaus brauche ich nicht. Ich brauche nicht Geld in Massen. Ja? So viel. Doch, Rainer, um deine Träume zu verwirklichen, brauchst du Geld in Massen. Dass ich nicht weiß, wohin damit und mir teure Yachten kaufe oder so ein Schwachsinn. Brauche ich alles nicht. Nee, Yacht muss es nicht sein. Ein Raptor, der wäre schon nicht schlecht. Ab und zu mal eine Reise, ja? Ab und zu mal mit den Kindern wohin fahren. Ab und zu die Kinder mal. Runter zum Feuerwehrhäuschen.
ein Spielzeug kaufen oder man sich selbst was gönnt, wenn man mit seiner Frau mal ausgehen will oder was, ja, mal schick essen oder was. Alles darüber hinaus brauche ich nicht. Denn wenn ich sterbe, bleibt nichts davon übrig. Ja, Rainer, weil du alles verbraucht hast. Man könnte auch den Kindern was vererben, verstehst du? Ja, außer meiner Seele. Ja, und dem Geld. Weil, wenn ich sterbe, dann bleibt nichts mehr über. Dann ist egal. Ob Frau und Kinder dann Essen und Geld haben, das ist jetzt egal. Wenn ich sterbe, interessiert es mich nicht mehr. Daran siehst du, dass er überhaupt keine Empathie, dass er überhaupt nicht an andere Menschen denken kann. An seine Familie als Beispiel. Und meine Seele erinnert sich dann an die guten Jahre mit meiner Frau und meinen Kindern. Und die leben dann noch und erinnern sich an die guten Jahre, während sie dann obdachlos werden. Mehr will ich nicht. Und das ist mein absoluter Ernst. Ja, und deswegen halte ich dich für nicht so pfiffig. Mein letzter Traum ist äußerst eigennützig. Das ist eigentlich etwas... Du hattest schon 3, oder? Eigentlich 4. Welt retten, Frau, Kinder. Das sind 3 Wünsche. Geld kommt noch dazu. Sind wir bei 4. Was, das ich einfach will, seit ich klein bin. Ich will irgendwann eine Dodge Cobra fahren. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Pass mal auf. Moment mal. Hier schauen wir jetzt mal rein. Ich habe gerade mal gegoogelt hier. Dodge Cobra. Hier haben wir eine Shelby Cobra. Shelby hat die von AC bauen lassen. Ja. Hier haben wir einen Dodge Challenger. Wir haben hier eine Dodge Viper. Was wir nicht finden, ist eine Dodge Cobra. Soll ich euch sagen, warum? Weil es die nicht gibt. Wir gehen mal einen weiter. Wir gehen hier auf Wikipedia. Das ist Dodge. Ja, die Automarke Dodge. Hier sind alle Modelle. Sportwagen. Haben wir hier Super B, Charger, Challenger, Conquest, Daytona, Stealth, Avenger, Viper, Viper, Challenger, Viper. Es gibt keine Dodge Cobra. Ich weiß nicht, wie lange er darauf noch hängen bleiben will. Das erzählt er immer noch, dass er gerne den Dodge Cobra möchte. Es gibt keine Dodge Cobra. Das hat er bis heute nicht gerafft. Sein Traumauto gibt es nicht. Er meint vielleicht eine Shelby Cobra. Oder er meint eine Dodge Viper. Aber er meint keine Dodge Cobra. Und seien wir ganz ehrlich, wie er heute aussieht, passt er in keins dieser Autos mehr rein. Das ist nicht mal böse gemeint. Nur einmal fahren. Ja, Rainer, das wird ein Traum bleiben, denn dieses Auto existiert nicht. Das ist mein Traum. Aber dafür muss ich ganz schön abspecken. Aber... Wenigstens das weiß er selber, dass eine Shelby Cobra nicht reinpassen würde. Wenn ich jemals die Möglichkeit habe, eine zu fahren, dann wird abgespeckt. Aber da glaubt ihr, wie die Kilo putzeln. Ja, nach oben. So. Da habe ich jetzt ein bisschen viel Zeit reingesteckt. Was liegt... Ja, vor allen Dingen, es gibt dieses Auto nicht und du hast da viel Zeit reingesteckt. Liebe ich. Ich liebe Kinder. Manche sagen, das kann man in deinen Blogs nachlesen. Logisch. Also, wenn ich 5, 6 Kinder will, liebe ich Kinder, es ist logisch. Ich liebe Regentage. Ich liebe auch Regentage. Liebe verschneite Winter, wenn man so im... Mag ich auch sehr gern. Zimmer sitzt und rausschaut und es schneit und hat eine schöne heiße Schokolade oder irgendwas in der Hand. Sowas mag ich total gerne. Oder eine kalte Nussecke. Bin ich total Fan davon. Ja, dazu noch ein schönes Buch oder was. Und vielleicht. Ja, Rainer, ein Buch, ein Hörbuch meinst du? Eine Zigarre oder irgendwas, richtig. Rainer, denk gerade an irgendeinen Film. Komisch, dass er nicht eine Pfeife genommen hat. Ja, ich liebe Romantik. Merkt man vielleicht daran? Nicht wirklich. Ich liebe Romantik, also ich bin ein sehr romantischer Mensch. Ja, ich will keine Beziehung, ich will nur... Schick mir Bilder von dir oder ich block dich. Sehr romantischer Mensch. Mhm. Vor Anfang an gewesen, also schon immer, seit ich Zeitlebens...
seit du lügen, sprechen kannst. Freudscher Versprecher. Seit ich mich erinnern kann, bin ich ein romantischer Mensch gewesen. Also seit gestern. Muss man gesehen haben. Irgendwie schaffe ich es nicht, meine Videos unter 10 Minuten zu halten. Das wird später für dich kein Problem mehr, Rainer. Irgendwie schaffst du es dann nicht mehr, sie über 5 Minuten zu bringen. Gut. Was ich nicht mag, ich sage nicht hasse, weil hassen ist ein sehr, sehr kräftiges Wort. Ich sage, was ich nicht mag. Was ich nicht mag, sind zum einen Leute, die andere mobben. Niemand mag solche Leute. Misshandeln, fertig machen. So, solche Leute mag niemand. Ja. Jeder Mensch, der hergeht und einen anderen fertig macht für etwas, was er vermeintlich getan, gesagt oder getan hat, ja, oder tun wird, ja, so ist es für mich absolute Scheiße. Du meinst Richter? Menschen, die Böses tun. Böses im Sinne von anmeucheln. Diebstahl, wenn... Grüße gehen raus an den Diebstahl. Wenn der Diebstahl gerechtfertigt ist, sprich die Person nichts zu essen hat, nichts zu trinken hat. Wenn der Diebstahl gerechtfertigt ist. Das ist übrigens der, der Opener von Der Diebstahl. Finde ich auch sehr gut, den Kanal. Für seine Kinder oder für seine Familie stiehlt, um was zu essen zu haben, kann ich das nachvollziehen. Das ist für mich... Ja, hier gibt es wirklich so viele Sachen in diesem Video. Wahnsinn. Also welche Sachen hiervon immer noch benutzt werden als Meme oder aktuell sind, wie zum Beispiel bei dem Diebstahl als Intro und so weiter, ist echt... Was hier alles rumkommt in dem Video. Ich kein böser Mensch. Aber ein Mensch, der stiehlt, um sich zu bereichern. So wie du mit dem Strom. Ne? Sowas kann ich nicht ausstehen. Bereicherung an sich kann ich nicht ausstehen. Das sind so die Sachen. Also alles, was halt eigentlich... Ich kann Bereicherung an sich nicht ausstehen. Herr Winkler, Ihr Monatslohn ist da drauf gekommen, oder? Weiß ich nicht. Ich will mich hier an der Arbeit nicht bereichern. Alles, was halt eigentlich gegen die Harmonie der Welt verstoßen könnte, ja, das sind alles Sachen, die ich nicht ausstehen kann. Für Rainer gehört da zum Beispiel Arbeit zu, ja. Das verstößt gegen die Harmonie der Welt. Jeder kann seine eigene Persönlichkeit haben, ja. Aber niemand sollte hergehen und andere für ihre Persönlichkeit verachten, fertig machen oder anderes in dem Sinne. Ist eben so. So. Hast du noch mal reingeguckt, ob die Kamera noch da ist? Ich muss immer wieder mal auf meine Liste gucken, damit ich mal irgendwas sehe. Wir sind jetzt bei der Nummer 13. Beziehung. Ich bin Single. Was ein Wunder. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann, weil wie gesagt, ich hätte gerne eine Frau, ich hätte gerne Kinder. Ich vermute mal, dass ich alleine bleiben werde. Ich auch. Einfach aufgrund meiner Erfahrung im Leben. Ich hoffe es nicht, aber ja. Wenn jemand Interesse hat, kann er sich ja mal melden. Junge, wie er das damals... Das Ding ist, dass sich das so wiederholt. Ja, dass er ähnliche Videos heute noch auf TikTok macht. Suche eine Frau zum Kindermachen. Bitte meldet euch. Eigentlich wollte ich 20 Fakten machen, aber ich schiebe jetzt noch einen Fakt dazwischen. Nein, Rainer, du hast von... Ach komm, ist mir egal. Nee. Denn ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Jetzt hast du mich hier liegen, Bruder. Was bist du? Ein sehr ehrlicher Mensch. Das kannst du dir nicht ausdenken, Junge. Ein sehr ehrlicher Mensch. Der Lügenloch. When the Lülikopter kreist, Bruder. Ein sehr ehrlicher Mensch. Ich fall vom Glauben ab, du. Und zum Thema Beziehung. Ganz ehrlich, dazu gesagt, es gibt ja auch das Thema Sex. Dazu muss ich eins sagen, ja. Ich persönlich bin nicht heterosexuell. Ich bin nicht schwul. Ich bin bisexuell. Das bedeutet... Interessiert niemanden, Rainer. Ist in der heutigen Gesellschaft absolut akzeptiert und völlig in Ordnung. Ich liebe sowohl Männer als auch Frauen. Das hört sich blöd an. Warum? Wenn es so ist, ist doch in Ordnung. Ich mag sowohl Frauen als auch Männer. Ja? Lieben werde ich höchstwahrscheinlich eine Frau, weil ich, wie gesagt, Kinder will, unbedingt. Und eine Frau...
Man kann auch adoptieren. Frau, die ich halt heiraten kann, will ich unbedingt haben. Du kannst auch einen Mann heiraten. Mit Männern bezieht sich das Ganze dann nur auf Sex, körperliches Zeug. Das war's dann auch schon soweit. Das ist eben nur die sexuelle Orientierung dann in dem Sinne. Es sagt nichts über mich als Person aus. Nein, selbstverständlich nicht. Warum sollte man eine Person darüber beurteilen, ob sie bisexuell ist? Ja, kompletter Blödsinn. Ja, also was für ein Quatsch. Die Nummer 14, Spiele. Ja, ich habe ja einen Let's Play-Kanal. Mein Let's Play-Kanal ist ziemlich cool. Nö. Nee. Momentan ein bisschen chaotisch, deswegen möchte ich demnächst einen Cut ziehen. Und spielst dann Super Mario Sunshine, ne? Mhm. Also ein Schlussstrich und dann ist das vorbei. Ja, aber meine Lieblingsspiele sind eigentlich unübertrefflich Zelda. Boah, um Gottes Willen, Zelda. Zelda. Nur für den Fall, dass es interessiert, meine Lieblingsspiele sind die Gothic-Spiele, 1 und 2. Erst 2, dann 1. Dann die Dark Souls-Spiele, alles von FromSoft. Und ja, irgendwann danach kommt bei mir aber auch schon Mario, Zelda und so weiter. Das sind einfach zeitlose Klassiker. Das ist eines der epischsten Epose, epischsten Spiele, die existieren. Und deswegen ist es Zelda. Mario gehört auch dazu. Wobei ich Mario sagen muss, gefällt mir überhaupt nicht mehr. Die alten Sachen, Mario N64, Super Mario auf dem... Also Super Mario Bros. 3 war mein damaliges Lieblingsspiel. Meins war Super Mario World auf dem Super Nintendo. Fand ich, war das beste Mario. Das war damals noch auf dem NES. Das war damals mein... Allerdings liebe ich die Musik von Super Mario Bros. 2. Die Klonte halt oft mittlerweile in seine Videos packt. Ich höre die so gerne. Also die Musik auch, aber die Videos auch. Absolutes Lieblingsspiel. So. Achso, wir sind jetzt bei Fakt 16 eigentlich, ja. Weil ich habe ja jetzt leider noch einen Fakt dazugezogen. So, also Fakt 16 ist Filme. Mein Lieblingsfilm ist Matrix. Matrix meint er bestimmt. Die Sache ist allerdings, die logischerweise habe ich mehr Lieblingsfilme. Mein absoluter... Dabei hat er gar keine Lieblings. Absoluter Lieblingsfilm, der nichts schlägt. Ist ein ziemlich alter Film. Ich weiß leider nicht von... Die Reise ins Labyrinth, sagt er jetzt. Mein Lieblingsfilm ist übrigens Braveheart, falls einer wissen will. Von wem er ist, ich könnte jetzt nachschauen gehen, aber das mache ich jetzt nicht. Und zwar nennt sich dieser Film Die Reise durchs Labyrinth. Ich kenne den einfach wirklich schon so gut, ehrlich. Wer den Film noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch mal an. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, der Film ist großartig. Ich habe den irgendwie nicht gefühlt. Ich weiß nicht, warum. Ist nicht für jedermann was, aber er ist absolut episch. Und hier zeigt sich wieder die Musik. Und vielleicht wurde auch zu viel gesungen einfach in dem Film. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich diesen Film so mag. Die Musik in dem Film ist richtig episch und wirklich episch. Also die Story an sich ist ein bisschen tricky. Der ganze Film an sich ist ein bisschen tricky. Er ist... Weißt du überhaupt, was tricky heißt? Mal unter uns gefragt jetzt. Ziemlich alt, wie gesagt. Es sind noch ziemlich komische Kreaturen. Aber ich fand den Film einfach nur episch. Er ist ein absolutes Epos und man soll den mal mindestens einmal im Leben gesehen haben, finde ich. Ansonsten sind es so die typischen Sachen halt. Matrix, Herr der Ringe, der Hobbit natürlich. Oh Gott, das Film, der Hobbit. Gott, ist das schon so alt, der Film? Krass. Avatar ist auch ziemlich geil. Aber ein Film, den ich auch noch ziemlich geil finde, da fällt mir jetzt bloß dummerweise der Name nicht ein. Ja, wenn er mir wieder einfällt, blende ich ihn hier kurz ein. Scheint wohl nicht. So, Fakt 17, YouTuber. Ganz im Ernst, die Filme, die jetzt aufgezählt haben, fand ich auch alle super. Ne? Also, da ist jetzt überhaupt kein Pile of Shame irgendwie dabei. Also, auch hier, abgesehen von die Reise durchs Labyrinth oder Reise ins Labyrinth, ich weiß nicht genau, wie er heißt, habe ich gesehen, ich fand ihn nicht so prall. Aber den Rest der Filme, die aufgezählt haben, fand ich auch alle super.
Also Lieblings-YouTuber. Meine Lieblings-YouTuber sind eigentlich... Gibt's nur eine Antwort, und zwar Arnie Degger, denn... Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Das sollte mal gesagt sein. Eigentlich alles aus der Bubble. Und wenn man nicht in der Bubble sein möchte, dann... Ja, was würde ich dann sagen? Jack FromSoft, ganz klar. Jack FromSoft. Der teilt die Liebe zu den FromSoft-Spielen mit mir. Ja? Der liebt die noch mehr als ich. Und ich freue mich einfach, Jack FromSoft zu sehen. Der Kanal ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Falls ihr da mal Bock drauf habt. Auch Action Alfred, ja? Das ist ein guter Kumpel von mir, der macht ganz oft Videos hier über die Fritz-Meinecke-Sachen, zusammen mit Fuddel. So die typischen Sachen. Apple War Pictures, von denen ich ja das Format geklaut habe. Kenne ich leider nicht. Sorry. Ich denke, dass es so schlimm ist. Wenn doch, jetzt hätte ich fast gesagt, verklagt mich. Bitte nicht verklagen. Bitte. Dann schreibt mich an und ich lösche das Video von mir aus. Ist mir wurscht. Halt die Wurst hoch. Aber darüber hinaus, Fakt ist auch noch über mich, was, YouTuber, meine Lieblings-YouTuber sind Apple War Pictures, Chan, ziehe ich einfach mal zu Apple War Pictures genau rein, wie genauso wie Adi und einige andere halt. Darüber hinaus mag ich total gerne Lord Abaddon. Aber wenn man mehrere nennen darf, dann sage ich, nach Jack FromSoft würde ich dann sagen, Geschichtsfenster. Geschichtsfenster finde ich super. Sonst natürlich hier die Live-Kanäle, halt Rocket Beans, ja. Rocket Beans. Also sonst hier für Videos, Jack FromSoft und Geschichtsfenster. Auch wenn ich da das Video gegen Lord Abaddon gemacht habe, aber ich bin totaler Fan von ihm, ich mag ihn total gerne. Ja, dann macht man ja meist Video gegen solche Leute, die man mag, ne? Macht ja Sinn. Auch die Geschichte mit den Clone Wars ist ja ziemlich geil. Achtung, meine Serie, die am Mittwoch startet, ist keine Kopie von Clone Wars. Wie heißt sie denn? Drachen Wars? Klondrache? Die kommt von jemand anderen. So, darüber hinaus. Ich will immer mein eigenes Ding durchziehen. Nie mache ich. Ich klaue nie was von anderen. Also das Format habe ich von denen, das nächste Format habe ich von anderen. Okay. Wird das Ganze so laufen, dass ich unter anderem mag ich noch Iblali, LeFloid. Die beiden mag ich allerdings noch nicht so lange. Also Apple War Pictures mag ich ziemlich lange und... Das mit Iblali wird sich noch ändern, Rainer. Mit Iblabli heißt er außerdem. Und, Lord Abaddon verfolge ich mittlerweile seit er 33.000 Abonnenten hat, verfolge ich ihn jetzt mittlerweile und habe ihn damals über Apple War Pictures getroffen, also kennengelernt. Und Iblali und LeFloid verfolge ich erst seit einem viertelhalben Jahr ungefähr, also noch nicht so lange. Mochte ich vorher auch noch nicht wirklich. Hat sich aber geändert. Nicht irgendwie, weil die groß sind oder so. Doch, genau deswegen. Sondern einfach, weil ich mich darauf eingelassen habe und die mir mal angeschaut habe. So, das war so ziemlich als alle. Natürlich noch mein absoluter Lieblings-YouTuber, der über alle steht, auch wenn er leider nicht so viele YouTube-Abonnenten hat. Das Let's Play Dider. Das ist nach wie vor auch der Typ, der mich eigentlich dazu gebracht hat, Let's Play Dider. Videos zu machen, auch nicht nur Let's Plays, sondern generelle Videos. Das ist Let's Play Dider. Ich kenne den einfach zu gut, ohne Spaß. Ich kenne den Rainer einfach zu gut. Junge, komm zurück, mach weiter. Du warst so episch. Und weiter. Schade. Nun gut. Ich hoffe auf jeden Fall, du machst irgendwann mal weiter. So, wir waren jetzt bei Filmen. Nee, wir waren bei YouTubern. Ich habe mir übrigens dann auch mal ein paar Sachen von Let's Play Dider angeschaut. Ist nicht mein Geschmack. Ist überhaupt nichts, also nichts, an was man sich erinnern könnte jetzt. Nicht sehr viel Witz dabei, nicht sehr viel Information. Standardmäßiger Let's Player halt. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Aber es ist auch nichts Herausragendes dabei. Lieblings-Anime-Serien, natürlich. Wer, ohne Spaß, wer zählt denn erst auf, was er gerne hätte? Frau und Kinder und Geld. Und danach meine Lieblingsspiele, meine Lieblingsfilme, meine Lieblingsanimes. Wer ist hängen geblieben? Natürlich auch bei mir der Fall. Meine Lieblingsanime-Serien. Ist das ein Anime, die Fußballstars mit Tsubasa Ozora und Kojiro Hyuga? Ich mochte übrigens Kojiro Hyuga, nicht Tsubasa Ozora.
Die habe ich wirklich geschaut und Yu-Gi-Oh! Habe ich geschaut. Die ersten zwei Staffeln, glaube ich. Na, weil ich ja immer sage, hier Animes sind nichts für mich. Aber mir ist das letztens eingefallen, ey, das habe ich ja auch viel geguckt. Meine absolute Lieblings-Anime-Serie ist eigentlich Vision of Escaflowne. Noch nie gehört. Danach kommt Inuyasha, Dragon Ball, die ich momentan wieder gucke. Dragon Ball Z fand ich okay, ja. Aber nur auf Englisch. Kiss X Sis mache ich mittlerweile auch sehr gerne, auch wenn die komplett auf Japanisch ist, leider. Sprichst ja gut Japanisch. Das war's eigentlich soweit. Ja, mich juckt die Nase. Man sagt bei uns, da kriegst du eins drauf, wenn die Nase juckt. So, das war's eigentlich soweit von den Lieblingsanimes. Neon Genesis mag ich auch noch sehr gerne, das sind so die typischen Anime-Sachen halt. Typische Anime-Sachen habe ich noch nie gehört. Pokémon habe ich früher geguckt, aber das waren wirklich die allerersten Folgen bis zur... Wie er es so wegmacht, so mit der Hand so abfällig, so, ach, habe ich früher mal geguckt, ach, aber, ja, ich bin jetzt zu alt dafür, aber Digimon, oh, Digimon, das feiere ich, hui, 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 hui. Ja, so, machen wir weiter, sonst wird das Video hier noch endlos lang, das ist schon 23 Minuten, ach du Kacke. Wir sind bei einer Stunde 6. Macht mir mal nichts aus. Bin nämlich heute früher aufgestanden. Nummer 19. Lieblingstier. Ich weiß nicht genau, ob wir bei Nummer 19 waren. Ich bin ehrlich gesagt so ab Nummer 4 oder so bin ich schon raus gewesen. Und dazu muss man sagen, es gibt drei Lieblingstiere, die ich habe. Ursprünglich, wie ich klein war, war es der Drache. Als du klein warst, glaube ich, waren es die Küken. Wusste ich damals noch nicht besser. Wenn es ihn immer noch gibt oder jemals gegeben hat, ist es nach wie vor mein Lieblingstier. Logisch, wie könnte es anders sein? Junge, redet ja ein Stuss. Wenn es irgendwann mal bewiesen wird. Darüber hinaus, mein Lieblingstier war die Schildkröte. Ist ja weil sie so schnell ist wie du? Leider mittlerweile nicht mehr. Aber mittlerweile ist mein Lieblingstier Hamster. Die halten Winterschlaf, das weiß man. Ich mag diese kleinen plüschigen Viecher irgendwie mittlerweile. Vielleicht ändert sich das irgendwann auch mal wieder, aber ich glaube es jetzt mittlerweile eigentlich nicht. Ist eben so. Hamster ist ziemlich episch. Hamster, Pferde, Hunde, Katzen. Rainer hat echt viele Lieblingstiere. Alle schon unter seiner Obhut über den Jordan gegangen. Just saying. Außerdem ist er nachtaktiv, was oder abends und frühs aktiv, was ihn für mich als sehr aktiv, sehr positives Haustier zeigt. Ja, wenn man nicht arbeiten muss, kann man nachts immer aktiv sein, ne? Ne? So, die Nummer 20 ist der Leitfaden. Bei mir ist der Leitfaden zweigeteilt. Es gibt einmal... Naja, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber weil es... Also, ich sag's lieber nicht. Einmal den Leitfaden für meinen Lieblingsspruch. Den Spruch, der quasi meinen... Jeder Mensch oder fast jeder Mensch hat ja seinen eigenen Spruch, an den er sich versucht zu halten. Ja, zum Beispiel Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir. So, in meinem Fall ist es ein Spruch aus der Bibel. Keine Sorge, ich bin absolut nicht christlich. Ich bin im Gegenteil. Ich bin eigentlich sogar das genaue Gegenteil von einem Christen. Ein Antichrist oder... Hä? Na, obwohl, es wäre ja ein Satanist. Nein, das bin ich nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht... Fan von diesem christlichen Zeug. Ich habe eigentlich keinen eigentlichen Glauben, außer der Glaube an die Musik. Trotzdem gibt. Das ändert sich auch des Öfteren, ne? Er trägt da den Torhammer, den er des Öfteren anbeten wird. Er hat. Das ändert sich auch. Also sein Glaube ändert sich so wie seine Augenfarbe. Lul! Das ist ein Spruch aus der Bibel, den ich versuche zu leben. Und zwar nennt sich dieser Spruch, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Dürfen dich Küken jetzt zerquetschen? Das ist mein Spruch, den ich versuche zu leben, weil ich ihn für sinnvoll halte. Ansonsten würde es andere, die andere Aufteilung ist, Leute, die ich bewundere, große Männer und Frauen natürlich. Phil Collins. Als Frau können wir gleich einmal sagen, gibt es eigentlich momentan nur eine Person, die ich sehr bewundere. Das ist die Joanne K. Rowling.
Sie allerdings, muss ich dazu sagen, ist nur mäßig. Mag ich jetzt. Gab's nicht letztens noch einen Skandal um die Frau? Nur mäßig, weil die Harry Potter Sachen sind jetzt nicht so mal episches Ding gewesen, auch wenn ich die Filme und die Bücher voll geil fand. Ey, es war alles voll geil, aber nicht mein Ding. Okay. Es ist jetzt nichts, was ich sagen würde, es ist so total episch. So, darüber hinaus. Ich mag total gerne in... jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Kennt eigentlich ziemlich jeder, ich habe jetzt den Namen vergessen. Derjenige, wo Romeo und Julia geschrieben hat. Shakespeare. Rainer, du hast noch nichts von Shakespeare gelesen. Noch gar nichts. Das call ich jetzt einfach. Und derjenige, der... derjenige, der die Scheiße baut. Hannibal hätte ich jetzt fast gesagt. Ihr wisst, wen ich mein. Ne? Vielleicht fällt mir der Name noch ein. So. Außerdem bin ich ein sehr großer Fan und das ist momentan meine absolute Nummer 1. Christopher Paolini. Ich dachte, er sagt Phil Collins. Die wurde ja später zu seiner, er wurde ja später zu seiner Nummer 1. Moment. R ist auch ein schwerer Buchstabe. R.J. Tolkien? Nee, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Sag doch einfach Tolkien. Jeder. In Tolkien mag ich auch sehr gerne auf jeden Fall, aber meine absolute Nummer 1 ist definitiv Christopher Paolini. Das Werk, das er von Aragorn geschaffen hat, ist ein absolutes Epos und das sollte sich auch jeder mal mindestens einmal mal durchlesen. Ich habe den Film gesehen, der war nicht wirklich gut. Mir wurde aber auch von vielen Fans der Aragorn-Sachen gesagt, ey, der Film war wirklich schlecht, lies dir die Bücher durch. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ja. So, ansonsten mag ich eigentlich so die ganzen alten Sachen, ne? Die ganzen alten Künstler, musikalisch als auch Künstler, also malen. Genauso wie jetzt Zettler auch irgendwelche Buch- oder Schriftsteller, ja? Buchsteller? Also das sind so typische Sachen, die ich absolut episch finde. Gut, Nummer 20 heißt einfach nur Ich Bin. Also jetzt könnte ich, darf ich den Fakt bitte sagen? Dann geht das Ding zwar auf die Cloud, aber... Fakt Nummer 21 ist es mittlerweile, ja? Fakt Nummer 21 heißt einfach nur Ich Bin. Ich bin stolz auf jeden von euch, der mich abonniert hat. Ich bin stolz auf jeden von euch, der mich abonniert hat. Das kannst du dir nicht ausdenken. Als wenn es eine Leistung wäre. Ich bin stolz auf jeden von euch, der versucht, in der Welt auch selbst was zu erreichen. Ich bin stolz auf jeden von euch, der eigenständig denkt. Ich bin stolz auf jeden von euch, der versucht, in der Welt was zu verbessern. Hatten wir das nicht gerade schon? Versucht, die Welt zu verbessern und versucht, andere dazu zu bringen, es euch gleich zu tun. Ich erwarte nicht... Ja, ich glaube, er meint die militante Vegetarierin, oder? Oder Veganerin, Entschuldigung. Dass mich jemand... Geht den Leuten auf den Sack, dass ihr auch deren Meinung seid, ja? Junge, was für ein Ratschlag. Reini. Nee. ...dafür abonniert. Ich erwarte nicht, dass jemand hergeht und versucht, mich zu unterstützen. Versucht... Warum sollte man auch? Andere Menschen, die es brauchen, zu unterstützen. Unterstützt die Menschen, die es nötig haben. Ja? Denn alleine können wir es niemals schaffen. Und irgendwann werden wir untergehen. Du ja. Aber wollt ihr in der Vergangenheit, wollt ihr sterben? Wenn sie sein muss, nicht, nee. Dass die Menschheit nicht mehr existiert. Irgendwann kommt eine höher entwickelte Lebensform, die auf unserem Stand oder sogar noch höher ist als unserem Stand. Und herausfindet oder durch die Vergangenheit reisen kann und herausfindet, was wir für eine Scheiße gebaut haben. Alter, wenn die deine Videos sehen. Bruder. Wollen die das? Wir könnten so abschrecken. Ne, wir haben ja auch schon Botschaften ins All gesandt, mit unseren Koordinaten und so weiter. Wenn wir merken, da kommen vielleicht ein paar Bösewichte angeschissen, könnte man auch ein paar Rainer-Videos hinterher schicken. Ganz ehrlich. Man kann nicht wissen, was passiert. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an... Deswegen hast du ja die Karten lesen lassen, ne? ...an den Teufel, ich glaube eigentlich an gar nichts, bis auf eins. Ich glaube an die Seele. Gerade eben war es noch das eine, an das er glaubt, die Musik. Aber hey, okay. Und eins... Kann sich auch in 2 Minuten mal ändern. Das könnt ihr mir glauben. Die Seele sitzt viel tiefer.
und hat viel mehr zu sehen als nur unsere Welt. Einer gar nichts, glaube ich dir. Gar nichts. Wenn wir sterben, das ist meine feste Überzeugung, wandert die Seele weiter. Nicht auf einen Planeten, nicht im Universum. Sie wandert weiter. Wohin, kann ich euch nicht sagen. Er kann aber sagen, wohin nicht. Aber wohin, das kann er nicht. Wie, kann ich euch nicht sagen. Ich will keine Religion erschaffen oder sonst irgendwas in dem Sinne machen. Aber mein fester Glaube ist, dass die Seele lebt und weiterlebt, auch lange nach dem Tod. Nicht wiedergeboren wird, nicht weiterlebt. Also nicht... Ja. Schön, dass du die Phone, das hat sich auch nicht geändert. Ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet. Die ganze Zeit war dieses Störgeräusch drin. Ich hatte mir irgendwann bimmelt das Ding. Sehr gut, Rainer. Damit ist auch jetzt jeder wach. Das hat jetzt die Stimmung versaut. Ja. Und wer ist schuld? Die Person, die ihm geschrieben hat. Und nicht jetzt, Babe. Ich glaube nicht, dass die Seele... Ich glaube, die Seele wird weiterleben. Ich glaube, die Seele wird allerdings nicht in einer weiteren Lebensform wiedergeboren. Wird nicht irgendwie nochmal sichtbar. Gott, ist das ein himmelschreiender Schwachsinn, was da gerade alles redet. Man kann sie nicht nachweisen. Ich hoffe, ihr schlaft schon. Weil es gibt keinen Grund, sie nachzuweisen. Wenn man tot ist, hat man diese Existenz verlassen und ist in einer neuen Existenz. Man könnte das Ganze auf Stargate zurückbasieren. Junge! Was? Wie bitte? Der redet über seine Religion, über seine, mal ist es Musik, mal die Seele, dann redet er über die Musik und jetzt kommt er auf Stargate. Bruder. Wobei man dazu sagen müsste, wenn da die Antiker, wo aufgestiegen sind, sind sie als eine neue Existenz, eine Form aus reiner Energie wieder da. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass die Seele... Also die müssten das sein, aber das glaubst du nicht. Okay. ...nicht wieder nachweisbar ist. Sie ist weg und bleibt es auch, aber... Ich dachte, die ist auf Wanderschaft. Trotzdem geht die Reise nach dem Tod weiter. Und ich, also sie ist weg, aber die Reise geht... Hä? Ich glaube auch, dass lange vor unserem Leben... Also ich bin jetzt 24. Ich glaube, dass lange vor meinem Leben, vor diesen 24 Jahren, meine Seele bereits existiert hat. Du hast doch gerade gesagt, die wird nicht wiedergeboren. Und jetzt wurde die Seele in dir wiedergeboren? Du hast doch gerade eben legit gesagt, dass die nicht wiedergeboren wird. Ich fühle tief in mir, dass ich irgendwas, da könnt ihr mich gerne für verrückt erklären. Danke, mach ich. Aber ich fühle tief in meinem Inneren, dass meine Seele bereits viel mehr weiß als ich. Rainer, das ist jetzt nicht so schwer. Ich glaube, der Kameraständer da hinten, hier, das Stativ, das weiß auch viel mehr als du. Als Person. Ich glaube nur, dass mein Verstand, mein Geist versteht nicht, was meine Seele kann. Mit dem IQ von 85 ist es ja auch, ne? Was meine Seele weiß, meine Seele lebt, das kann mein Verstand nicht begreifen, weil mein Gehirn zu klein ist und mein Gehirn und somit auch mein Geist darauf beschränkt wird. Junge, ist das hart. Ich glaube auch nicht, dass eine Seele denkt. Ja, darauf. Ich glaube auch nicht, dass du denkst. Darauf können wir mal eingehen, wenn wir mal was anderes machen. Genau, wenn wir nicht über die Seele reden. Ja, ziemlich altes Handy, aber es ist bloß das Geschäftshandy. Das Geschäftshandy. Mhm. Ich glaube, dass unsere Welt weitaus weiter ist. Alleine dieses Ding schon. So, er hat kein Smartphone. Kann er sich nicht leisten, er ist arbeitslos. Was sagt er dann, das Geschäftshandy? Sich in einem Faktenvideo... Ach komm. Was nur wir. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wird auch Zeit. 21 Fakten, eins mehr als ich gedacht habe, aber okay. Eigentlich, ist egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Metal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Leute, wir sind am Ende. Wir haben es geschafft. Es ist vollbracht. Wir haben das Ganze übrigens geschaut beim Rainer Archiv. Ja? Auch da mal ein bisschen Liebe lassen. Das gehört sich so. Leute, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich werde das jetzt gleich irgendwie schon zum Mittag rausmetteln, glaube ich. Wenn es denn funktioniert. Ja.
Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Leute, bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Medal of Honor.